Hallo Leute, herzlich willkommen bei Samkat und Avium. Jetzt geht's weiter nach dem Tutorial. Und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Das Tutorial war nicht so mein Fall. Also klar, cool war es. Man konnte rumfliegen wie Iron Man und sowas alles. Aber, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Ich bin gespannt, ob es jetzt ein bisschen besser wird, ein bisschen einfacher wird. Wir werden sehen. Also hier wurde sehr viel auf Effekte geachtet. Auch die Videosequenzen am Anfang, die waren sehr, sehr hochwertig. Sehr, sehr cool eigentlich. Aber dann ist halt vieles nicht mehr vertont worden. Keine Ahnung, ich drücke jetzt einfach mal weiter hier. Komm, zack. Was ist hier? So, Present Day, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein bisschen Story hier an Kopf geknallt. Well-known Justice Deniers Electrocity and Term and 8 were just arrested this morning and held on trial for rampaging through a town with the banned use of guns, killing two peaceful protesters. I'm right here. I won't let you fall. You're my robot, right? Of course. You're very brave for a young boy. I can do it. Will der springen oder was? Oha. Alter. Das fängt ja schon richtig krass an. Wie gut, dass es nur ein Roboter war, ja. Es war kein richtiges Kind, es war nur ein Roboter. Aber ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht so. Merkt ihr das, was ich so meine? Die Geschichte ist irgendwie... Er steht bloß da, ich kann. Und dann kommt er von hinten, stößt runter. Ja, du kannst. Hä? Jetzt passiert gar nichts mehr so. So halt ohne Tiefgang so ein bisschen, ne? Was kommt jetzt? Es kommen ja haufenweise Insta-Posts, so wie es scheint, so, keine Ahnung. Ist so da eine Community, die hat dazugeguckt? Keine Ahnung. Man erfährt ja hier nichts. Es wirkt alles so schleppend so, als ob sich ja jemand... Ja, die Videos waren cool. Aber so wirklich von der Story her hat sich irgendwie nicht so bei einer Gedanken gemacht, ob das auch wirklich zusammenpasst, so. Bis jetzt. Keine Ahnung. Schade. Also die Videos haben auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Aber... So, jetzt bin ich ein Roboter. Mal gucken. Und es sieht halt alles so aufwendig aus, ne? Central Avium. Home sweet home.
The city has seen an influx of 2.2 million new voters in the last year. That means Gary's plan is working. Detecting a marker for designation Droid. That guy. Let's see what he wants. So ganz kann ich das nicht so ernst nehmen, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Yo, Droid! Diesel! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bro, 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 did you get it? I got it. Bro! You made this? When do you have time, dude? I find it, man. For my bro. Dude. Lasagna. You're weird. You're weirder. You come up with a new trend yet? Oh yeah, dude, check it, check it. This is what I call the Psych Out Challenge. It's gonna be a huge hit. Watch this. What? Derek, wait! Psych! Okay, that one you gotta teach me. Easy. To really sell it, you gotta embrace the fall just a bit. But always know that one hand's gonna catch the ledge at the last minute. And you think it'll stick without, you know, anyone dying? Ugh, you sound like a parent. Do not. That's the whole point, dude. The risk, the bite, the sting, the rush, the moment of crunch. Crunch? Yeah, yeah. Sollen diese Effekte über dazwischen? Pull it off, you're instantly king. Das ist doch kein Anime, Alter. Work my presentation. Reminds me of those old pirate movies where they'd walk the plank and do a fake out at the last second. Yo, between you and me, that's where I get my inspiration, dude. Old movies and crap. Nobody watches that stuff anymore. But I'm bringing it all back. Gotta hit the big eight, dude. What am I with 7.9 billion followers? How about the most watched pilot in the world? It's got its perks, but it's kinda lonely at the top. Where have I heard that before? Yeah, I'm just joshing you, man. I love being at the top. That's because you're an attention whore. And proud of it. Anyway, Gary says he needs you to recover some proprietary data or some shit. I'd go myself, but we're in a bit of an impasse that threatens the balance between the big four. And I can't upset that balance until we're ready. I got you. Jake, keep in mind, every wireless device contains a breach feedback system. Means when tablets contain data that Britney's deemed unlawful or detrimental to the exposure of Avium's degeneracy, they run harder than usual. That's an indication that Britney's putting half of everything she's got into breaking my encryption. That being said, your Prometheus vision will pick them out easily. Ja, Prometheus Wissen. Das ist dieser Scan-Ding. Okay, das habe ich schon verstanden. Keep her out for much longer. Get that data, and we stay under the radar. You don't? And what history? Collect and dispose. Okay, also ich muss die Daten finden. Oh, 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 and this is from me. You might want to think about how to get this vigilante bad, gamma good situation turned around. And how am I supposed to do that when I'm an unfortunate? Duh. Talk to people. What, you mean actually talk to people? I don't talk. I never do the talking. Okay, Batman. It's easy. To start with, hi, what's your name? I'm Diesel. I'm sure you've heard of me. The hero around these parts. Slow down, slow down. Can't I just text him? Come on, dude. This is your city, too. I appreciate the mapping of Avium and all, but if you want the citizens on your side, you gotta socialize. Ugh, socialize. Good luck, dude. You're gonna need it. That guy. Aber ich werde mal kurz ein bisschen hier was machen. Oh, kann ich gar nicht, oder was? Controls? Nee, hier kann ich nur Controls machen. Da ist der Dings, okay. Ich werde das mal ein bisschen runterstellen, denn irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist nicht so ganz. V-Sync ist auch auf, obwohl ich das eingestellt habe.
Okay. This just in. It's been reported that Diesel has just murdered aber a child. Right here. Das macht's irgendwie nicht fett, also. What? Witnesses report he had lured the child up to a rooftop where he then pushed the boy off to fall. Ja, hat er schon wieder nicht geändert. Citizens of Avium, this is not our hero. These are the actions of a cruel monster, a debased villain that deserves your outcry and your rage. Diesel, the well-known cyberphobic HD dealing bigot. Trotzdem auf epic alles. Was macht er denn? If you see this animal, the right hand has authorized us, the citizens of Avium, to use lethal force against this false hero and his associations. Schon geil, wenn ich einfach meine Einstellung nicht ändern kann. Ach, da unten auf Apply. Oh Mann. So. Apply. Was ist besser? Naja, ein bisschen. Bisschen ist besser. Okay, gut. Jo. Schauen wir mal. Finanzial Speedway. Ja. Ich muss da jetzt irgendwo hin. Hier keine Karte. Ich habe von Anfang an schon alle Waffen frei einfach. Ich kann ja einfach rumballern oder was. Ja, keine Ahnung. Gibt es hier irgendwie eine Map oder sowas? Map. Locomotion, War Suite. Main Quest, so, hier. Untrack Fight. Fight has met. Your nemesis awaits on the highest point of Cruise Tower. Okay. Oh, was jetzt? Warum ist alles auf einmal so langsam? Was ist das? Ist irgendwie Zeitlupe jetzt drin? Wieso ist hier eine Zeitlupe drin? Jetzt nicht mehr. Hä? Was sollte denn das? Hä? Hier los, Alter. Jetzt greifen die mich einfach so an. Fight Hazmat. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das kann ich auch mit Maus spielen, ja. Okay, also wenn wir das mit Dings spielen können, dann spielen wir das hier mit Maus. Also eine Eco-Shooter-Spiele mit Controller ist echt ekelhaft. Also bloß die Frage, wie schieße ich? Ah, Mitte, okay. Okay, wir gucken mal. So, zack. No Missiles. Warum no Missiles? Ich weiß echt nicht, wie ich hier schießen soll.
jetzt. Treff doch! Jetzt, oh, meine Fresse, ey. Muss ich da bestimmt irgendwas finden? Hä? Was ist denn hier schon wieder los? Geht schon wieder nichts, oder was? Nee. Also, was soll das? Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Ich komme doch nicht mal raus, weil ich so einen Text lese hier. Also. Put away, read, zoom. Geht nix. Controller geht auch nix. Also ganz ehrlich, die hätten das Geld nicht in das Video stecken sollen, was sie am Anfang gemacht haben, sondern die hätten es lieber in Entwicklung stecken sollen. Also, mehr wie Grafik ist das hier nicht. Guck das an. Ich komme noch nicht mal mehr raus. Also, ganz ehrlich, ich unterbreche das Spiel hier auch. Das hat für mich keinen Sinn. Auch den Leitfaden irgendwie. Ich finde da keinen Faden irgendwie rein. Ja, erst die Videos, dann Tutorials, wirst auf eine Karte geschmissen, probier dich aus. Ja, hä? So. Und man hat einfach irgendwie schon alles. Irgendwie fühlt sich das irgendwie so ein Survival-Spiel, Survival-Open-World-Spiel. Ja. Sieht man ja. Und noch nicht mal das Einfachste. Bin gerade mal bei der ersten Mission. Musste irgend so ein Ding aufheben. Ja, und lese das und dann komme ich nicht mehr raus. Controller funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Also, ja, nice. Nice Entwicklung. Naja, okay, gut. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du einen Daumen hoch lässt und ein Sub mal da lässt für weitere Spiele. Ich hoffe, die nächsten werden besser. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video weiter. Tschüssi, Kowski.